Ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen sofort an und wappnen uns vor der Gefahr. Kreaturen der Horde trainieren automatisch und kostenlos in der Arena und gewinnen so an Erfahrung. Untote und Dämonen können ebenfalls dort trainieren, wenn sie mit der Hand des Bösen dort abgeworfen werden. Allerdings verschlingt das über die Zeit euer Gold, okay? Sollte man im Hinterkopf bewahren. Untote und Dämonen, ja, da müssen wir auch erstmal hinkommen, ne? Bis jetzt kennen wir ja nur Kreaturen und Jetzt ist es aber mal Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Ich habe ja auch noch diesen Comic und wenn ich mir noch einen Drink einschenke, dann könnte ich. Oh, Moment, du hier? Was? Ich dachte, wir haben alle Tutorials durch. Was? Im Menü gibt es noch ein viertes Tutorial? Aber ich habe hier gar keine Unterlagen mehr dazu. Meine Güte, einmal mit Profis arbeiten. Diese Doofsäcke bei Realmforge können ja noch nicht mal das Hauptmenü richtig gestalten. Die sind wohl mit der Erbauung des Berliner Flughafens beschäftigt. Na gut, wenn du schon da bist, dann können wir. Ach Mist, dritte Person. Na gut, wenn das schon daseiende Böse dann da ist und. Ach, ich werde wohl nicht so schnell zu meinem Drink kommen. Dass den Erzähler von seinem wohlverdienten Drink und seinem wunderschönen Marvel-Comic abhaltende Böse stellte sich einem weiteren Tutorial. In diesem würde es, naja. Aha! Etwas über Fallen und Zauber lernen. Also, wie man diese stellt bzw. anwendet. Es war ein recht freies Tutorial, als wenn es sich jemand ganz schnell aus den Fingern gesogen hätte. Es ging darum, den Dungeon gegen einfallende Helden zu verteidigen. Es waren bereits einige Fallen vorplatziert. Diese waren bereit, jedem in die Nähe kommenden Helden das Leben schwer zu machen. Einige andere aber wurden manuell durch einen Schlag von der Hand des Bösen ausgelöst. Timing war hier alles. Im Arcanium stand bereits einiges an Mana bereit, das für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Ja, wie geil ist das jetzt wieder gemacht? Das ist wirklich, also der Text, der Erzähler und die Story quasi ist einfach nur wow. Einfach nur wow. So, aber wir müssen jetzt den Dungeon verteidigen. Was ist das jetzt hier? Ist das ein. Ah, okay. Das sind die Fallen, die ich mit der Hand auslöse. Aha, okay. Sehr gut. Jetzt habe ich mein eigenes Ding da kaputt gemacht, glaube ich. So, und was ist das hier? Das sind so Stachel, glaube ich. Und Pfeilfallen, okay. So, na gut. Dann einmal im Menü Zauber. Mana-Bombe, Gehirnwäsche, bla 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 bla. Muss ich die kaufen oder was mache ich damit? Pfeilhagel? Kann ich bestätigen? Ah, okay, dann kann ich die auswählen. So, ja gut, aber wir müssen ja erstmal auf Feinde warten hier. Haben wir noch irgendwas? Zauber? Magische Barriere? Können wir das vielleicht hier irgendwie hier hinsetzen oder Ziel ungültig? Okay. Irgendwie setzen wir es mal hier hin. So, dann haben wir da schon mal eine Ein Barriere. verdächtiges Aha. Trampeln schwerer Stiefel und das Klirren von Rüstungen war im Dungeon zu hören. Schon bald würden die ersten Helden den Dungeon betreten. Dann Es gucken sind wir Feinde mal. in eurem Dungeon. Ja, soll ja so. Ah, jetzt muss ich das hier auslösen, dann gleich. Ja, erstmal kommen sie nicht durch die Wand, hoffe ich. Okay, jetzt lösen wir das aus und das auslösen. Und hier noch ein bisschen auslösen. Oha. Komm, löse hier nochmal aus. Löse da aus. Da geht nicht. Nochmal so ein Zauber vielleicht gleich. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ich sehe ja schon. Da kann ich nichts hinsetzen. Kann nur an der Oberfläche genutzt werden. Oh Gott. Tutorial, ja? Ich bin schon total hier überfordert. Wir müssen mal. Ich weiß ja nicht, was das alles hier ist. Verzauberter Raum. Ziel ungültig. Super.
Super. Mana-Schild. Zu spät. Ja, und jetzt? Jetzt? Kreaturen. Das Dungeon, Herz. Ja, ich bin ja schon hier. Komm. Hier, da. Kämpfen. Kämpfen. Kämpfen die jetzt? War's das schon? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Gott, da kommen noch mehr. Ich muss noch mehr machen. Untote erheben sich. Schauen wir mal. So, da kommen jetzt Untote. Hier noch mehr zaubern. Was haben wir hier? Gehirnwäsche. Meteorschauer, das klingt gut. Oh, das hätte ich mir ein bisschen effektiver vorgestellt, ehrlich gesagt. Frostbombe. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Ich glaube, wir brauchen mehr Kreaturen. Ich kriege das mit den Zaubersprüchen irgendwie nicht so hin. Zahltag. Ja, genau. Diese Mana-Bomben bringen auch nicht so viel. Achso, Fertigkeit nicht benutzen. Man sieht schon, Klicker, Klicker, Klicker. Charlie ist schon wieder in Panik, obwohl es nur das Tutorial ist. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wer ist hier. Ich glaube, das war der Böse. Jetzt ist hier wieder alles gut, meine ich. Aber ich gehe fast davon aus, dass da noch mehr kommen. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich bin ja schon hier. Hier, die Untoten können sich nochmal erheben. Bitte? Hallo? Geht das nicht? Achso. Gehirnwäsche. Nehmen wir mal Gehirnwäsche. So. Jetzt sind die hier gehirnt. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Die bringen alle nicht so viel Mana-Schild. Können wir das hier nochmal irgendwo hinsetzen? Können wir nicht. Gut, dann was ist denn hier? Verzauberter Raum? Können wir hier das hinsetzen oder so? Ich bin überfordert. Fängt früh an, ja, ne? Was ist hier mit Gurus? Kann auf jeder Feld immer. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Okay. Ich bin ja schon da. Dann machen wir nochmal eine Barriere hin. Und Zauber. Pfeilhagel. So, wo sind sie? Da sind sie. Das war auch nicht so effektiv. Das müssen wir, glaube ich, dann irgendwie nochmal erforschen, richtig? Oder stärker machen. Und bei manchen weiß ich noch gar nicht, wie die funktionieren. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja, ich sehe das ja. Ich sehe das ja. Kann ich den nicht hauen? Kann ich den... Hau den doch mal. Oha, oha. Kreaturen. Ich kann Kreaturen hier nochmal anheuern. So. Orks. Goblin kann ich nicht mehr. So, Orks. Da werden sie alle reingeschmissen. Sehr gut. Oh. Wieso ist mir das nicht früher aufgefallen? So, das ist aber... Das geht ganz schön Feinde in die Hose in eurem Dungeon. Also mit den Fallen hier komme ich nicht so ganz so... Oder können wir mehr... Moment. Können wir ja noch bauen? Können wir hier... Werkstatt? Aromat? Was haben wir hier? Automatische Fallen. Magnetfalle. Nehmen wir mal hier noch eine Falle. Verteidig das Dungeon-Herz.
Können wir nicht. Hier können wir auch nicht. Mein Gott, ich suche auch immer das Falsche aus. Nochmal hier bauen. Was haben wir hier? Flammen. Flammen ist gut. Ja, das können wir auch nicht setzen. Das gibt's doch nicht. So, machen wir einfach nochmal Stachelfallen hier. Machen wir die hier weiter. Ich weiß nicht, wie effektiv die wirklich sind, aber... So. So. Hier dann nochmal weiter. So. Ich habe kein Geld mehr. Jawollo! Oh Gott sei Dank. Ausgezeichnete Arbeit. Der letzte Held war abgewehrt. Das Tutorial abgeschlossen. Endlich kann ich mich wieder meinem Alkohol... Ich meine, super gemacht! So, jetzt wird es aber Zeit, dass du dich anderen Dingen widmest. Dingen, die mich nicht vom Trinken abhalten und vom Lesen meines Comics. Wie gesagt, der Sprecher ist einfach nur genial. Aber ich habe jetzt... Boah, dafür, dass das ein Tutorial war... fand ich das schon richtig hart vom, also mit den Fallen bin ich jetzt noch nicht so ganz so vertraut gewesen. Und dann diese typische Charlie-Panik, alle Knöpfe drücken, das ist schon, ja, doch, wird bestimmt noch lustig. So, aber das war jetzt das letzte Tutorial. Der Schatten des absoluten Bösen. Der Schatten des absoluten Bösen hat das Meer überquert und hielt Ausschau nach dem gewählten Ziel. Einer Dunkelelfe namens Talia. Okay, man scheint direkt so in die Kampagnen reinzukommen. Oder ist das jetzt immer noch Tutorial? Weil ich habe ja nichts anderes angewählt. Gucken wir mal. Also das kennen wir ja noch nicht. Also machen wir da direkt mal weiter. Es war einmal vor langer Zeit. Das absolute Böse hatte, im famosen Vorgänger dieses Spiels, die Welt unterjocht und das Gute besiegt. Nun, in einer Welt voll Verderben, verbrachte es seine Tage damit, Cocktails aus den Schädeln der Feinde zu schlürfen und bei einem gegrillten Einhorn am Spieß neue Pläne zu schmieden. Dummerweise gab es da nicht viel zu schmieden. Ein paar Hosenzieher bei den Orks, hier und da ein Streich bei den Schnodderlingen. Es gab nichts mehr, das man noch hätte erobern können. Wochen und Monate vergingen und das absolute Böse wurde immer verschwiegener und zog sich zurück. Tief aus dem Dungeon des deprimierten Bösen hörte man ab und zu ein Murmeln, welches aus dem geheimen Geheimlabor kam. Seine Kreaturen machten sich von Tag zu Tag mehr Sorgen und vermissten irgendwann sogar seine genial bösen Streiche. Irgendwie war es für sie verwirrend, mal nicht geschlagen, gefoltert und in den Tod geschickt zu werden. Andererseits auch eine nette Abwechslung. Die Äonen verstrichen und die Einhörner gingen zur Neige, als plötzlich, eines wunderbaren Tages, das geniale Böse sein Geheimlabor freudestrahlend verließ. Es hatte ein neues Ziel gefunden. Ein unbekannter Kontinent, wie in Fortsetzungen häufig zu finden, lag im Osten, vor dem niederträchtigen Bösen nur durch ein lächerliches Meer geschützt. Sofort ließ es eine Flotte bauen. Diese war so gewaltig, dass sie den Horizont verdeckte und war mit den kampfstärksten Kreaturen des verschlagenen Bösen bemannt. Die Flotte setzte zur Überfahrt zu diesem neuen Kontinent an, fuhr aus dem Hafen und sank. Davon ließ sich das sich nicht um seine Kreaturen scherende Böse nicht beeindrucken. Er setzte seine Goblins daran, eine noch viel gewaltigere Flotte zu entwerfen. Diese neuen Schiffe waren gigantisch. Besetzt mit den zweitbesten Kreaturen des verschlagenen Bösen, brach die Flotte auf und sank ebenfalls. Das genervte Böse unterdrückte seinen unerbittlichen Zorn auf die Schiffsbauer. Offensichtlich musste es sich selbst um die Sache kümmern. Mit einem Seufzen setzte es zu einem Zauber an und erschuf einen Schatten. Ein Geschöpf absoluter Schwärze und Bösartigkeit. Dieser Schatten
flog nun über das Wasser gen Osten. Dort würde es ein Gefäß finden, ein korrumpierbares Wesen, das dieses Land im Namen des Bösen einnehmen würde. Ja, so viel zu, ich glaube, das war die Vorstory oder die Story zu Teil 2. Die Fertigkeiten aller Kreaturen lösen automatisch aus. Natürlich können diese aber auch manuell ausgelöst werden, okay? Ja, aber das scheint jetzt echt die Kampagne dann zu sein. Oder war das einfach nur eine Zusammenfassung halt? Ich weiß noch nicht so genau. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Oh, ich bin so der gespannt. Der große Paladin Thanos. Held der noch viel östlicheren Königreiche und ein widerwärtig guter Zeitgenosse. Gerade besuchte er zusammen mit seinen Kameraden die ermüdende Bibliothek in Twistram, um nach seiner Ziehtochter Talia zu sehen. Nun, Talia, berichte mir von deinen Studien. Kommst du voran mit den Schriften der alten Weisen? Ja, Thanos. Ich habe es langsam verinnerlicht und bin dem Guten einen Schritt näher gekommen. Das Verlangen in mir, Böses zu tun, ist besiegt. Wirklich? Ausgezeichnet. Ich bin stolz auf dich, mein Kind. Widme dich weiter deinen Studien. Ich werde nach Sturmluft reisen, um ein paar Dinge zu klären. Ich werde aber bald zurückkehren. In der Zwischenzeit wird mein treuer Freund Grimli die Lande beschützen. Sollte dich etwas bedrücken, kannst du dich an ihn wenden. Nicht wahr, Grimli? Ei, natürlich, Thanos. Ich werde auf die verdammte Elfe, ich meine dein Mädchen, ein Auge haben. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann auf bald, meine Freunde. Möge die Göttin über euch wachen und das Licht ewig leuchten. Gute Reise, Vater. Ich werde dich mit Stolz erfüllen. Gut ist, wer Gutes tut. Ach, diese unerträglichen Floskeln sorgen immer für einen widerwärtigen Geschmack in meinem Munde. Diese unnatürlich guten Helden ahnten derweil noch nichts von der Bösartigkeit, die sich im Süden gegen sie zusammenbraute. In einem Moment graste dort noch eine Schafherde. Und im nächsten Moment... Mit einem sinnverwirrenden Knalleffekt, der die Hälfte unseres Special-Effects-Budgets verschlungen hat, trat der Schatten in die Welt. Sein Ziel, eine Dunkelelfe, gefangen zwischen Gut und Böse, war ganz nah. Als sich der Schatten des unsäglich bösen Bösen durch die Welt bewegte, starb diese um ihn herum. Pflanzen verdorrten, Tiere vergingen, amerikanische Serien wurden abgesetzt. Quasi wie ein Picknick mit meiner Familie. Okay, und wir sind jetzt der Schatten, das Böse. Ja, und wir können uns jetzt hier wahrscheinlich bewegen. Wir sind ja jetzt oberirdisch. Wir können uns vielleicht bewegen. So. Wo müssen wir hin? Wir gehen natürlich überall, wo wir hingehen, wird es jetzt böse, wie man sieht. Wie man nicht sieht, ich dachte jetzt gerade. Doch nicht. Ich dachte, die Flammen kommen. Muss ich das hier anklicken? Nee, doch nicht. Na gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir mal hier weiter. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Der Schatten des weit entfernten Bösen fand sich ganz in der Nähe von Twistram wieder. Er konnte die Präsenz seines Ziels förmlich spüren. Nehmt diese Laternen, Männer, und lasst das Licht der Göttin leuchten, denn die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Außerdem liegt hier ein Haufen Pferdedung herum. Ich bin vorhin schon in einen getreten. Für die Dunkelheit. Oh, ich meine, für das Licht. Tut mir leid, ich bin noch in Ausbildung. Das ist jetzt etwas suboptimal. Natürlich war der Schatten des übermächtigen Bösen eine unsagbar kraftvolle Kreatur, aber mit Licht hatte er es nicht so. Es war sicher klug, dem Lichtschein der Laternen fernzubleiben.